liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge 181, Aufnahme Season, dritter Teil hier auf Unlimited World. Ja, ihr habt richtig gehört, Aufnahme Season, dritter Teil. Bin ich jetzt Nachrichtensprecher? Nein, Freunde, ich glaube nicht. So, was machen wir jetzt hier? Wo sind wir denn noch stehen geblieben, Freunde? Ja, hier, wir nehmen natürlich direkt im Anschluss auf, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir müssen im Voraus aufnehmen. Und zwar Rückseite von unserem Gebäude, was wir gestern gebaut haben. Und zwar, was wir jetzt machen wollen, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das von hier oben aussieht. Die Überlegung war ja gewesen, dass wir hier so eine Treppen hinbauen, also eine Stufen. Oder Slabs, nur die haben wir wie gesagt nicht. Ja, weil dann bräuchte man entweder Quarz oder halt Diorit mit Steinsäge, geht aber leider noch nicht. Können wir noch nicht machen. Also müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Ansonsten von hier oben sieht cool aus. Auf jeden Fall genial. Und wir haben ja gesagt, diese Terrasse, die wir ursprünglich vorhatten zu bauen, die wird jetzt hier nicht mehr gebaut. Irgendwas passiert hier oben noch. Ich denke mal, wir werden das Ganze noch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Rand vielleicht ziehen aus einem anderen Material. Aber das haben wir momentan noch nicht, dieses andere Material. Deswegen müssen wir dann mal gucken, wie wir da das zusammenbekommen. Jetzt würde ich ganz gerne diese Terrasse mal bauen. Und jetzt müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir die hier hinzaubern tun. Weil das ist ganz klar zu eng hier für ein neues Gebäude. Deswegen, glaube ich, macht sich eine Terrasse gut. Ich würde die ganz gerne über dem Fenster hier ansetzen wollen. Das ist sogar ganz praktisch, weil ihr seht selber, hier ist schon Feierabend. So, und jetzt ist es natürlich so, dass dieses hier, wenn jetzt da ein neuer Spieler anfangen würde, der könnte uns ja dann das Ganze hier wegnehmen, ne? Der könnte ja sagen, komm, wir ruppeln das hier alles weg und dann hätte man hier so ein Loch, was ja auch ein bisschen blöd aussehen würde. Deswegen bin ich fast am Überlegen, Leute, hier eine Mauer zu ziehen. Das können wir, das machen wir einfach mal. Habe ich das bei? Ne, leider nicht. Okay, wir holen uns mal kurz ein bisschen Material. Vielleicht habe ich sogar das Material schon da. Nämlich Steinziegel würde ich da ganz gerne verwenden wollen. Nicht die bemusten, sondern die ganz normalen, auch nicht die rissigen. Sondern die ganz normalen. Vielleicht können wir ein, zwei rissige, können wir vielleicht sogar benutzen. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen können. Jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt welche? Und wenn ja, wo? Scheiße, sind die voll. Och, ja, meine Ordnung, Leute. Ah, guck mal, da haben wir bemooste Steinziegel. Haben wir auch nicht bemooste? Ja, die bemoosten, die würde ich gerne für was anderes aufheben. Was ist denn das hier? Kies? Oh, Kies haben wir noch. Oh, das ist schön. Also mit Beton, da haben wir ja wirklich Stein. Hier. Das ist gut. Gib mal her. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. So, wie war das immer? Ich glaube, Steinziegel müsste in der Version noch so gehen, oder? Tatsächlich. Wunderbar. Steinziegel haben wir ein Stacken. Ob das ausreicht? Ich glaube schon. So, dann machen wir das mal als erstes. Was ist jetzt passiert? Tagesaufgabe abgestellt. Heute 24 Steinziegel. Echt jetzt? Das ist ja ein Zufall. Das ist ja ein Zufall. Da habe ich jetzt eine Tagesaufgabe erfüllt. Also ihr seht selber, diese Tagesaufgaben, die kann man tatsächlich so völlig zufällig irgendwie machen. Ich habe das nicht vorher gewusst oder so. So. Lalalala. So, da verschenkt einer Sachen am Spawn. Hm. So. Nehmen wir mal das ganze Zeug hier mal weg. Und nun babbeln wir einfach. So. Und nun babbeln wir einfach mal hier so eine Mauer hin. So. Naja, die ist natürlich jetzt. Es wäre schön, wenn wir jetzt auch noch rissige Zeilen. Habe ich nochmal durch Zufall jetzt so ein. Dann sieht das noch so ein bisschen. Ja, unruhiger aus. Macht sich immer meistens besser. Als wenn das alles nur so gerade blank poliert ist. Aber das ist halt Neubau. So, ich würde sagen, eine Reihe können wir uns tatsächlich noch erlauben. Also hier. Ja, das passt dann auch ganz gut. So. Und dann können wir tatsächlich auch schon anfangen mit unserer Terrasse. So, und die schwebt ja nicht einfach so. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie sieht das aus, wenn wir das so machen würden. Dann hätten wir... Okay, das geht nicht. Das würde doof aussehen. Deswegen nehmen wir das wieder weg. So, und jetzt würde ich hier ganz gerne mit Slabs arbeiten wollen. Und zwar genau. Ob wir uns irgendwann nochmal verbreitern oder noch vergrößern wollen in diese Richtung? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich genug Platz. Oder streben wir an, noch eine Vergrößerung irgendwann mal in ein, zwei Jahren da hinten noch in die Richtung? Ich glaube nicht. Deswegen, wir können rein theoretisch, Freunde, hier auch abschließen.
zumindest diesen Bereich hier. Ich mach das mal eben. Ist das auch kein Fehler? Nö. Das kann man machen. So. Mann, ist doch richtig fleißig hier, diese Folge. Und jetzt machen wir einfach hier... Gut, dass ich ein bisschen mehr mitgenommen habe von dem Stein, weil ich glaube, das reicht gar nicht, ne? Ja, doch, 9 Stück, das müsste auch gerade so ausreichend sein. So. Zeig mal. Das muss weg. Ja, ich würde sagen. Akazie oder Schwarzeiche? Ich sag Schwarzeiche. Komm, holen wir uns mal eben Schwarzeichen-Slaps. Und dann setzen wir da mal ein bisschen Schwarzeiche hin. Weil das Dunkle ist so ein. Ich habe erst über. Oder Fichte. Vielleicht nehme ich sogar Fichte, glaube ich. Weil Fichte passt auch hier zu diesem Biom. Ja, ich nehme Fichte. Ich werde Fichtenholz nehmen. Das passt ganz gut, glaube ich. So. Fichtenholz. Fichte hatten wir doch abgeholt, ganz viel. Das ist irgendwo... Hier! Da haben wir noch ganz viel Fichte. So. Nee. Hier. Verdrückt. Sorry. So, gehen wir mal da rein hier. Wie viel kriegen wir raus? Ja, das sieht gut aus. Zack. Und dann machen wir das mal hier. So, dann werden wir jetzt mal den Boden von der Terrasse machen. Das wird eine Holzterrasse. Die hat halt ein Holzparkett. Gibt es tatsächlich auch in der Realität. Also ist gar nicht so abwegig oder fantasievoll. Und das ist dann auch dieses schöne Zusammenspiel, wo ich immer sage, ne? So dieses moderne, lineare, kühle mit viel, ja, so kalt halt. So. Und diese wärmeren Holzfarben oder Materialien, ne? Ja, das sieht gut aus. Schaut mal, das passt. So, machen wir hier erstmal schön ordentlich eine Boden ziehen. So. Dadurch, dass die Mauer jetzt hier ist, können wir auch tatsächlich schon die Treppe bauen. Wie weit wollen wir gehen? Ja, jetzt nicht zu weit, ne? Also ich würde sagen, hier bis zu diesem... Na, bis zu dem Fenster, ne? So in etwa. Ja, das würde ausreichend sein. Und nun müssen wir nur noch Stufen setzen. Und die Stufen wiederum, die würde ich jetzt gerne aus... ja, Freunde, die hätte ich jetzt gerne aus Granit. Aber das geht leider nicht. Ja, warten wir, bis die Version da ist, oder? Was gibt es denn noch für Stufen? Sandstein könnten wir noch benutzen, ne? Wenn wir Sandstein benutzen, würde auch passen. Und dann 2 hoch, ne? Also bis hierhin. Das wäre dann nämlich hier, würde das funktionieren? Mal gucken, ob das überhaupt geht. Also hier wäre dann eine Stufe. Die nächste Stufe wäre da. Die nächste wäre da. Und dann hätte man die hier, ne? Oder? Ja. Also die wäre dann hier. Wir wollen mal 2 nehmen, also da müsst du dann auch noch weg. So, und dann hätte man hier eine kleine Terrasse. Genau, da packen wir einen Zaun hin. Den machen wir dann aber aus Schwarzeiche. Und hier, ja mein Gott, kann ich da eine Fackel ransetzen? Ach, das geht sogar, ach cool. Alles klar, das können wir machen. Echt, jetzt ist es meins noch? Ach, das geht. Aber was ist denn jetzt, wenn der Typ, wenn das einer jetzt hier die Zone nehmen würde, der nimmt den Block weg, dann würde doch die Fackel runterfallen, oder? Hm.
Oder Lianen hierhin noch. Das wäre auch geil, wenn wir hier noch so eine Lianen hinsetzen könnten. Na, wir schauen mal, was wir machen können. Gut, Freunde, dann hole ich jetzt mal... Was brauchen wir? Schwarzeiche. Und wir brauchen Lianen. Und wir brauchen Sandsteinstufen. Dann holen wir die mal eben. Perfekto. Sind wir auf jeden Fall gut im Workflow drin, wie wir heute so schön sagen. Ja, das funktioniert. Da haben wir auf jeden Fall richtig viel Elan gerade hier, was das Bauen angeht. Finde ich sehr, sehr gut, dass wir da so motiviert sind. Doch, das sieht geil aus hier. So eine Sandsteinstufen, die können wir gerne für sowas benutzen. So, hier war Sand. Aber vielleicht haben wir sogar noch Sandstein. Ich gehe mal eben gucken. Da muss ich jetzt nicht den teuren Sand, unseren wertvollen, verbrauchen. Dann nehmen wir doch gleich die fertigen Sandsteine. So, Sandstein müsste hier sein. Ach, guck mal, da haben wir sogar Treppen. Na, ist ja fantastisch. Und ich nehme mal vorsichtshalber diese Sandsteinstufen auch mit. Und jetzt brauchen wir nur noch das Holz, Freunde. Jetzt brauchen wir nur noch... Na, schau dir das mal an. Schwarzeichenholzzaun, wie viel wir davon haben. Super, Leute, super. Ich nehme das gleich mal mit. Pass auf, und jetzt brauche ich noch ein paar Lianen. Wo haben wir die? Lianen, Lianen, wo könnten die drin sein? Die könnten irgendwo bei Pflanzen sein. Wo sind denn Pflanzen? Hier. So. So, nehmen wir mal 6 mit. Und perfekt. So, dann wollen wir mal schauen, kriegen wir das in der Folge noch hin? Müssten wir hinbekommen. Ich muss mal bis jetzt den Timer hier mal so im Blick behalten. Aber da hat heute schon ein großes Stück auf jeden Fall, weil ich mache jetzt, wie gesagt, oh, es ist sogar mal ausnahmsweise hell. Ich habe gesagt, so die Aufnahme-Season will ich so 3 Teile machen, aber ich muss sagen, in diesen 3 Teilen jetzt hier, die wir gemacht haben in der Aufnahme-Season, sind wir wirklich weit, weit gekommen. Was war denn das eben? Hat mich hier gerade einer angeschossen? Ich habe irgendwie gerade so ein Geräusch gehört, so wie ob mich einer angeschossen hätte. So, jetzt setzen wir als allererstes mal die Stufen dahin, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir eigentlich gar nicht groß aufpassen, einfach dahin. Da. Genau. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal dahin. So, dann machen wir einmal hier, hier, hier und hier. So, jetzt können wir das mal ganz bequem hier erstmal nach oben. Wunderbar. So, jetzt gibt man mal den Zaun. Der ist hier. So, jetzt setzen wir hier natürlich ein Zäunchen hin. Oh, das verbindet sich, das ist super. Das verbindet sich auch, das ist gut. Das kann offen bleiben. So, jetzt hier auf jeden Fall. So, dann hier. Ja, das ist jetzt hier natürlich so ein bisschen, ne? Aber gut, da können wir auch noch irgendwas machen, da fällt uns vielleicht was ein. Ja, nee, das passt schon. Das ist hier, weil der Berg da halt ist, ne? Aber da können wir, wie gesagt, was anderes machen. Ich werde mal hier diese Teile da nehmen, hier, diese komischen. Das nehmen wir mal weg. So, pass auf, jetzt setze ich hier einfach mal so ein... Mal sehen, ob es geht. Ja, geht, fantastisch. So, jetzt machen wir da einfach mal hier diese Dinger da irgendwie ran. Also hier auf jeden Fall noch. Und da, und da, und da. Oh ja, von mir ist auch da. So. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall Fackeln setzen wollen. Dann möchte ich gerne eine hier haben, eine da haben. Konnte man in der 1.13-Version eigentlich auch diese... Wie heißen die eigentlich? Laternen, ne? Geht das in der 1.13? Wie war denn das? Ach, Laternen kann man in der 1.13 auch noch nicht bauen, ne? Das war doch mit diesen... Mit diesen Nuggets, Eisen-Nuggets. Aber ich glaube, in der 1.13 ging das nicht. Die sind erst mit der 1.14, glaube ich, gekommen. Scheiße, auch das geht nicht. Mist. Ansonsten hätten wir hier schön diese Fackeln, diese Laternen hinsetzen können. Die hätten sich da besser jetzt gemacht. Gut, müssen wir später dann in einem Monat alles austauschen. Dürfen wir nur nicht vergessen. Weil das sieht natürlich optisch schöner aus, wenn man da so eine Laterne da hat. So, dann können wir hier auf jeden Fall eine setzen. Und da. Ne, da. Du gehst wieder weg. Dahin. Und rein theoretisch könnte man jetzt auch hier eine setzen. Aber das überlege ich mir noch. So. Sehr schön. So, dann können wir hier oben ein paar Stühle machen. Die würde ich ganz gerne aber aus einem anderen Material. Also jetzt nicht ausgerechnet aus der Stufe.
Da ist meine Tendenz tatsächlich auch Schwarzeiche. Da will ich hier nämlich so Schwarzeiche hinmachen, hier so einen Tisch aufbauen. Den können wir jetzt schon aufbauen. Ach nee, da fehlt mir Schwarzeichenholz. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Geil. Geil. Gefällt, gefällt, gefällt. So, hier können wir... Wollen wir ein Geländer bauen oder... Brauchen wir jetzt hier ein Geländer für... Wir können ja mal probeweise so ein Ding aufbauen, so ein Geländer. Mal sehen, wie das kommt. Naja, es kommt ein bisschen blöd, glaube ich, weil... Ja, das verbindet sich hier nicht. Deswegen sieht das ein bisschen doof aus. Es schwebt dann so in der Luft. Nee, mag ich irgendwie nicht. Haben wir eine Axt? Wo ist meine Axt? Axt haben wir nicht. Ja, also das sieht ein bisschen doof aus. Lassen wir das mal so. Vielleicht können wir da was anderes machen, was uns da einfällt. Und was dann überlegen, ob wir da auch nochmal einfach nur so eine Steinziegel da noch mit reinbappen tun. Aber das wäre auch doof, weil wenn ich jetzt hier Steinziegel, das würde... Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Mal sehen, wie das aussieht. Also, angenommen, wir würden jetzt hier Steinziegel hochziehen. Ja, das würde noch gut aussehen. Dann haben wir hier so einen Durchgang. Das könnte auch so ein kleines Geheimversteck. Das ist so in Ordnung. Hier müsste man dann sowas setzen. Anders geht es leider nicht. Was ist jetzt? Jetzt sind die alle. Stein. Mach mal nochmal Viere klar. Naja, gut. Da könnte man hier Deko machen, ne? Irgendwas könnte man da noch hinmachen. Also rein theoretisch könnte man jetzt auch einen Zaun da noch... Ja. Naja. Naja. Lassen wir erstmal so. Dann können wir das hier noch zumindest erstmal schließen. Das können wir schon mal machen. Ich werde mal noch ein paar neue herstellen. So. Also, das machen wir erstmal zu hier. Da ist ein hohler Raum da. Der interessiert jetzt eigentlich weniger. Können wir auch zumachen. So. Ja. Da haben wir hinten so eine gemütliche Ecke, ne? Können wir da irgendwas machen? Ja, können wir ein Crafting Table hinbauen oder so. Mir fehlt so ein bisschen, gerade muss ich sagen, das Holz. Ich hätte hier gerne noch so ein bisschen Holz, weil dann... Ja, dass man hier zum Beispiel das nicht einfach nur eine Fackel ranmacht, sondern dass es das so ein bisschen abgesetzt aussieht. Aber ich will auch nicht Weiß nehmen, weil Weiß auch irgendwie doof aussieht. Und da oben der Abschluss, da gefällt mir übrigens auch nicht. Da werde ich jetzt mal sowas machen. Weil das sieht doof aus, weil... Wo ist denn das? Hier. Weil das sieht ein bisschen doof aus, seht ihr? Von den Farben her, weil es dann irgendwie so die Fichte, die stört da oben. Deswegen, das sieht jetzt besser aus, wenn wir sowas hier machen würden. Siehst du? Das sieht gleich besser aus. Und den Übergang weicher zu machen... Ach, scheiße, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, weil die verbinden die nicht. Scheiße. Weil das wird im Modpack geht das übrigens, weil das würde jetzt mit Carpenter-Blöcke im Modpack. Weil hier könnte man dann jetzt sozusagen hier nochmal so eine Stufe dann daran setzen. Das wäre dann noch ein bisschen optisch schöner, ne? Aber ich glaube, wenn ich den jetzt wegnehme, dann sieht es oben wieder doof aus. Ja. Weil dann ist das nämlich. Siehst du, dann ist das nämlich, ja. Scheiße. Gut, das können wir nicht machen. Hier hätten wir sogar noch Platz. Hier könnte man eine Schräge bauen. Ja, aber das gehört dann noch mit zu dem Gebäude. Und da könnte man dann zum Beispiel auch jetzt irgendwas raufstellen. Ja, Blumen vielleicht oder so. Blumenkübel. Vielleicht sogar eine Hecke oder so. Das bei habe ich auch nicht bei. Gut, Leute, ich sehe gerade, ich habe alles nicht bei. Keine Ahnung. So, ich werde jetzt, wie gesagt... Erstmal rendern, Freunde. Ich werde jetzt hier so ein bisschen Vorarbeit machen. Also ich werde jetzt hier mal den Boden schon mal austauschen. Und zwar würde ich hier ganz gerne wie folgt arbeiten. Ich würde hier mal so ein bisschen... Sag mal,
Also irgendwie müssen wir die mal langsam reparieren, ne? 537 Schläge noch. Ach, apropos Schläge, Leute, bevor ich das vergesse, auch noch meine News, die mir der liebe Black Hole geschrieben hat im Kommentar. Und zwar hier, F3 plus H. Dann bekommt man dieses Menü. Also auch an Dave. Ich habe es an Dave schon weitergegeben. Habe ich mal in unserer Aufnahme gemacht. Und ja, jetzt wissen wir, wie das funktioniert, wie man dieses Menü bekommt. Das war ja auch so ein kleines Geheimnis gewesen. So, und zwar hier habe ich mir jetzt überlegt, würde ich ganz gerne Grasblöcke haben wollen. So, deswegen nehmen wir mal. So, machen wir hier erstmal austauschen den Boden. Weil das soll hier Gras sein. Irgendwie fehlen mir hier Materialien, kann das sein? Leute, ich habe keine Materialien, ich muss mal irgendwie Materialien organisieren. Wir sind ja nicht so gut ausgerüstet. Und ja, hier muss natürlich dann auch, ist klar, Rasen noch hin, ne? Das soll alles Rasen werden. So, müssen wir dann austauschen. Ah, die Folge ist jetzt wirklich vorbei. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und fürs Interesse. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahmeseason. Wie gesagt, ich bin ein bisschen im Stress leider. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das hinbekomme. Aber ich versuch's, wie gesagt, dass ich weiterhin jeden Tag eine Folge hier für euch, ja, schaffe aufzunehmen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.